Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warships zusammen mit einem Rio in der Aoba. Und ich bin nicht alleine, ich habe den lieben Aikaramba mit dabei. Hallo du. Aikaramba! Und er sitzt in der Farragut, dem Tier 6 Zerstörer der Amerikaner, meinerseits Tier 6 Kreuzer? Kreuzer der Japaner. Eigentlich ein schönes Schiffchen, ich werde immer nur zu schnell kaputt geschossen, leider. Ja, das geht leider schnell. Die Ober, die an sich, ja, die hat gutes Potenzial, irgendwie alles zu können. Aber ja, also man ist halt, dann am Aber Ende die geht es dicke doch Kanone schneller. eigentlich. Also nur ein Treffer und 2000 Schaden auf die Cleveland. Ja, dicke Kanone. Aber es waren. War das ein AP-Treffer gerade? Da muss ich mich doch stark wundern. Oh, ich sehe da, was da kommt. Direkt mal Flugabwehr voller Möhre auf. Eine Warspite. Sieht man ja auch nicht mehr alle Tage. Nee, obwohl sie aber sehr geil ist. Alter, war das ein Cap in bester Manier. Komisch, ich habe alles gezündet und krieg keinen einzigen Flugzeugtreffer. Das ist ja auch ein bisschen suspekt. In der Tat, ja. Das ist ungewöhnlich. Ach, die Warspite. Wenn die irgendwann nochmal im Shop ist, muss ich mir die, glaube ich, auch holen. Die musst du kaufen. Die ist so gut. Also Ja, die ich ist hätte die. wirklich geil. Also die kann Fand ja zur ich Close Beta schon super. nur jedem empfehlen. Ja, der war ein schlechter Schuss. Ah, die kommen besser. Eine volle Salve mit HE mache ich noch und dann werde ich wieder auf AP umsteigen. Warum schießt der nur eine? Ach, manchmal ist das ein bisschen mehr. Wenn ich doppelt drücke, dann erwarte ich auch, dass alle noch schießen. Nochmal auf Wasserlinie. Ah, es könnte ein bisschen schlecht gezielt sein. Nee, es geht sogar noch. Tausende. Erstaunlich, wie ich hier ballern kann, ohne dass sich jemand für mich irgendwie interessiert. Hat gebremst. Geht mir gerade eigentlich ähnlich. Kann gut auf die Aoba da gerade schießen. Oh, nice. Zwei Zitadellen-Hits. Gegnerische Schlachtschiffe senkt. Quasi sehr kurios, muss ich gerade gestehen. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber, ja. Ist doch mal schön, wenn man mal schießen kann, ohne dass sich jemand für einen interessiert. Jeden Fall. Jetzt komme ich mal logischerweise wieder ein bisschen mehr in deine Richtung rüber. Ich schieße jetzt nochmal ein bisschen auf eine Kongo. Die haut dann nämlich gerade ab. Der Flugzeugträger wird jetzt auch kein leichtes Leben gleich mehr haben. Noch haben. Ich lasse jetzt mal auch die Flak an. Wäre egal. Du kommst ja schon auf den Flugzeugträger drauf, oder sogar? Ja, gleich. Ich habe ja nur hier gerade eine ganze Menge Zerstörer, Ja, die nein, ich. nein. Also, ich meine nur von der Re oder von der Insel. Ne, die steht. Ja, die steht schon cool. Aber ich komme auch gleich drauf. Na, schon weg. Das war alles sehr kurios, die Runde. Also ich muss sagen, irgendwie weiß ich nicht. 16 AP habe ich ihm stehen lassen. Ja, habe ich weggemacht. Ich zerstöre hier gerade die ganzen Zerstörer. Ich bin ein Zerstörer-Zerstörer. Gut, Kreuzer ist auch Konterklasse der Zerstörer. Ah, das könnte gut hinkommen gerade. Ah, 500.
Ich habe schon zwei Flugzeuge abgeschossen. So, oh, ich habe endlich mal ein Flugzeug abgeschossen. Das war eine fixe Runde bis jetzt und ich habe aber auch in dieser Runde relativ gut platziert schießen können, habe ich das Gefühl. Hat er mein Flugzeug runtergeschossen? Nee, hat er nicht. Ja, die Runde ist, kurios trifft es, glaube ich, schon am besten. Mhm. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, da hinten, da ist der Zerstörer, der gegnerische. Da ist nämlich eine Wolke. Wer ist da hinten? Der direkt auf A müsste der sein. Okay. Oh, die New Mexico hat noch eine ganze Menge Leben. Die hat noch, ja. Die kann noch. Oh, ich bin offen. Ah, da ist jetzt. Aha, okay, alles klar. Da ran. Wenn ich gut schieße. Ah. Nicht schlecht geschossen, aber nicht rangekommen. Steht der? Das sieht aus, als würde der stehen. Nee, die New Mexico, die fährt schon. Ach, egal. Was soll der Geiz? Ich geh jetzt voll drauf. Das ist gut, dann schießt du nicht auf mich. Nee, die wird jetzt definitiv sich auf mich einschießen, weil ich werde jetzt volle Kanone drauf fahren. Und jetzt steht er. Ich weiß aber auch, volle Kanone drauf. Ich hab ja auch Torpedos. Rechts nehmen wir noch eine Omaha. Aber da. Die Omaha scheint ihm nicht helfen zu wollen. Nein! Der trifft mich echt noch mit einem schweren Schaden und das so in dem Winkel. Hätte ich nicht erwartet. Schade, schade. Ich wollte gerade beidrehen und hätte ihn dann jetzt mal die Tops geschickt. Aber jetzt hast du deinen Spaß mit ihm. Oh, der hat ja schon wieder nachgeladen. Ja, der hat mich nur mit einer Salve Back. Bug. Nee, was ist denn da hinten? Heck. Heckrohre getroffen, so. Aber er brennt. Ja, war nicht gut geschossen. Naja, wenigstens bekommst du es langsam als Support. Boah, er hat ja noch eine Salve frei. Hey, das war ein dicker Treffer. Wahnsinn, die New Mexico hat sich von 5 Torpedos von der Oma treffen lassen, unsere. 5 Stück. Marinekriegsführung, Brandstiftung. Sehr nice. Das war intens. Na, also. Geschafft.
bin ein Spiel mit der Ober gewesen. Auch ganz gut Schaden platzieren können. Ja, wir XP Platz 1, Platz 2. Mhm. Vom Schaden her bei mir minder gut. Wohl viel gespottet, aber es war einfach eine kuriose Runde. 70.000 bei mir sind immerhin zusammengekommen. Ja, das ist ordentlich. Also alles in allem wirklich eine ganz nette Runde mit der Ober. Ich persönlich finde, das Schiff hat echt Potenzial. Manchmal kann man es halt leider noch nicht ausspielen, weil sich alle auf einen einschießen. Da will, dann ist es dann einfach nicht so, wie man, ne? Ihr wisst schon, ihr kennt das. Okay, ihr Lieben, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst uns doch ein Däumchen da und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.